Ja, ich denke, in der ersten Halbzeit hat uns vielleicht ein bisschen gefehlt. Ich glaube, dass wir, das habe ich dann auch mal in der Runde nach dem Spiel gesagt, nach dem 1-1, wo wir dann eigentlich gut drin waren, hätten wir einfach dieses zweite Tor nicht bekommen dürfen. Also das ist einfach, denke ich, ganz klar, gegen Borussia Dortmund oder auch jetzt gegen Hertha musst du deine Angriffe absichern. Und wenn wir das gemacht hätten, hätten wir das zweite Tor nicht bekommen, dann wäre das länger offen, hätten wir es offen gestalten können. Und ich glaube, dass man von der Kraft her in der Lage gewesen wären, dann auch nochmal richtig was draufzupacken, wenn Dortmund auch ein bisschen mehr hätte nach vorne investieren müssen. So haben sie natürlich gewartet darauf, dass wir irgendwann Fehler machen. Und ja, bis kurz vor Schluss war es offen, dann das 3-1 hat es natürlich dann beendet. Aber gegen so einen Gegner musst du wirklich deine Angriffe absichern, um dann eben die Geschwindigkeit dann auch nicht ins Spiel kommen zu lassen. Hertha ist etwas anders gelagert. Sie versuchen sich dann eher über Kurzpässe dann nach vorne durchzuspielen und dann natürlich über die Seite zu kommen. Und da darfst du halt einen Ibisevic nicht frei stehen lassen. Ja, das ist auch klar. Man sieht schon, dass sie ja, einfach ein Selbstverständnis haben in ihrem Spiel drin, dass die Abläufe passen und dementsprechend ist es auch kein Zufall, dass sie da auf Tabellenplatz 3 stehen und das wird sicherlich ein sehr, sehr schwerer Gegner am Samstag. Und ja, sollten uns halt trotzdem nicht in irgendeiner Sicherheit wiegen. Also die Mannschaft ist wirklich gefährlich und ja, wir müssen da ständig auf der Hut sein, aufpassen, dass sie da nicht uns auch im Umschaltspiel dann erwischen. Also fußballerisch sind sie, ja, haben sie unterschiedlichste Typen drin. Und für uns geht es ganz klar darum, diesen Aufwärtstrend, auch das spielerische Gleichgewicht, was wir jetzt mittlerweile drin haben, einfach weiter auf den Platz zu bringen. Und natürlich völlig unabhängig von dem Ergebnis am Dienstag auch. Ja. Ich glaube, wir sind da gut beraten, nach uns zu schauen und wirklich uns auf das Spiel zu konzentrieren. Und das wird schwer genug. Hertha ist wirklich nicht eine Laufkundschaft, die hier im Vorbeigehen geschlagen werden kann. Da müssen wir wirklich ganz, ganz starkes Leistungsvermögen auf dem Platz haben, um da wirklich den Gegner auch weh zu tun und dann auch am Ende das Spiel zu gewinnen. Und von der Tabelle her sind wir sowieso abhängig auch von anderen Faktoren. Ja? Und wir schauen hier wirklich nur nach uns und nicht nach anderen. Und alles andere ergibt sich dann. Ja? Wichtig ist, dass wir in diesem positiven Trend in der Bundesliga, dass wir da drin bleiben. Ja? Und ich glaube, das ist der einzigste Ansporn, was wir haben in diesem Spiel. Ja? Nicht die Tabellenposition danach. Timo Werner ist wieder gesund. Er hat einen Grippeanfall gehabt am Spieltag, der aber mittlerweile wieder, denke ich, ganz gut aussieht und der wird zur Verfügung stehen auf jeden Fall. Ja. Daniel Ginczek steigert sein Programm. Das sieht immer besser aus, aber diese Woche oder nächste Woche wird es auch noch nicht mehr im Mannschaftstraining klappen. Dafür vielleicht die Woche drauf. Ja, die spannende Frage wird sein, wer Daniel Didavi ersetzt. Der ist nämlich gelb-rot gesperrt nach seinem Platzverweis in Frankfurt. Aller Voraussicht nach wird Alexandre Maxim die Position des Spielmachers übernehmen. Es wird auf jeden Fall eine sehr schwierige Aufgabe, nicht nur weil Hertha eine sensationell gute Saison spielt. Sie kommen auch noch mit einem Pokalsieg im Rücken nach Stuttgart, anders als der VfB, der unter der Woche ja bekanntlich gegen Borussia Dortmund unterlegen ist. Dieser psychologische Vorteil ist sicherlich auch auf Seiten der Hertha.